neue Phänomene wie Cyberkriminalität, Extremismus und Terrorismus brauchen neue Antworten, brauchen vor allem den internationalen Datenaustausch. Und deswegen wird Interpol auch in Zukunft eine tragende Säule der europäischen Sicherheitsarchitektur sein, vor allem aber der nationalen Sicherheitsarchitektur. Interpol wird zunehmend wichtiger in der Aufklärung von Cyberkriminalität, Extremismus und Terrorismus. Wir seitens Österreich haben mit Interpol seit 100 Jahren beinahe eine sehr gute Zusammenarbeit. Österreich gehört zu den Gründungsmitgliedern dazu und wir arbeiten in drei Bereichen professionell zusammen. Zum einen im operativen Bereich, wo wir Daten einmelden, also auch Daten abrufen können. Zum zweiten personell arbeiten wir hier sehr gut zusammen, wo wir immer wieder Experten zu Interpol schicken und diese Experten wieder nach Hause kommen mit einem Mehr an Expertise und natürlich auch strategisch, wenn es darum geht, wie können wir die künftigen Herausforderungen gemeinsam meistern. Ich kann nur sagen, Interpol steht für Kompetenz, steht für internationale Vernetzung und vor allem als zuverlässiger Partner in der Aufklärung der Kriminalität ist also unverzichtbar für uns in Österreich, für unsere nationale Sicherheitsarchitektur und vor allem auch immer mehr für die europäische und vor allem auch globale Sicherheitsarchitektur. Ja, ich würde gerne mit der Feststellung beginnen, dass wir es mit einer Bedrohungslage derzeit zu tun haben auf globaler, auf internationaler Ebene, die ich selber jedenfalls in den mehr als 30 Jahren meiner polizeilichen Karriere noch nie erlebt habe. Eine Bedrohungslage, die gekennzeichnet ist durch terroristische Anschläge nahezu täglich in verschiedenen Teilen der Welt. Wir alle erinnern natürlich die Attacken in Paris, wir erinnern Anschläge in Tunesien, in Mali, in der Türkei, in der letzten Zeit in Nigeria und die Liste ließe sich fortsetzen. Wir sehen die Bedrohungslage nach wie vor durch internationale organisierte Kriminalität, die sozusagen die Errungenschaften der Globalisierung nutzt für ihre kriminellen Aktivitäten, für Zwecke, kriminelle Erlöse rund um die Welt sozusagen mit einem Mausklick zu verschieben. Und was die Ministerin bereits ausgeführt hat, diejenige Kriminalität, die sozusagen Kraft Natur der Sache grenzenlos ist, nämlich Cyberkriminalität, die sich rasant weiterentwickelt und Bedrohungen darstellt, sowohl für den Einzelnen als auch für die kritischen Infrastrukturen in unseren Staaten. Das heißt, mehr denn je ist eine globale Antwort gefragt, ist internationaler Austausch von Informationen gefragt und das ist genau die Rolle, die Interpol einnimmt, die globale Plattform für Informationsaustausch darzustellen, den internationalen Erfahrungen auszutauschen, Operationen über die Grenzen nicht nur von Staaten, sondern von Kontinenten hinaus zu organisieren, die Staaten zu unterstützen beim Aufbau von Kapazitäten, die nötig sind, um diese Informationen an den richtigen Beamten, an den richtigen Grenzoffizier beispielsweise, an der richtigen Stelle zur rechten Zeit zu bringen, aber auch bei Trainingsmaßnahmen zu unterstützen, die weltweit erforderlich sind, um gemeinsam wirksam gegen diese Phänomene der Kriminalität vorgehen zu können. Deshalb bin ich der österreichischen Bundesministerin sehr dankbar für die Unterstützung, die ihr Land leistet, für die Arbeit von Interpol, in dem Österreich relevante polizeiliche Informationen in unsere Datenbanken einspeist, diese Daten auch verfügbar macht, beispielsweise für die Grenzstation in Österreich. Ich bin dankbar für die personelle Unterstützung hier in Lyon, in Singapur und darüber hinaus. Wir profitieren enorm von den Experten, von der Expertise, die österreichische Experten einbringen in internationale Arbeitsgruppen, um bestimmte Phänomene zu bekämpfen. Und wir haben gemeinsam heute über den weiteren Ausbau dieser Zusammenarbeit gesprochen, auch vor dem Hintergrund der wichtigen Entscheidung, die die europäischen Innen- und Justizminister am vergangenen Freitag in Brüssel getroffen haben, genau diesen Informationsaustausch auf europäischer Ebene in den Schengen-Staaten weiter voranzutreiben. Und wie gesagt, Österreich leistet hier wichtige Arbeit für Interpol, um unsere Arbeit in dem Netzwerk von 190 Mitgliedstaaten weiter voranzutreiben.